Brüder und Schwestern in Christus, das Fest, das wir heute feiern, birgt in sich so einige Gefahren. Einerseits, es ist mal ein Marienfest, besteht immer die Gefahr, irgendwie das Wesentliche aus dem Augenmerk zu verlieren, weil die Marienfrömmigkeit auch eine komplizierte Sache ist. Sie wird sehr oft mit Gefühlen verbunden, das ist nichts Schlechtes, aber es steckt viel mehr dahinter als die bloßen Gefühle, die manchen so bei der Verehrung Mariens überfallen. Nicht, dass es schlecht sein würde, aber es ist ein bisschen mehr als das. Und zweitens, dieses Fest, das wir heute feiern, das ist ein ziemlich kompliziertes Dogma. Es ist nicht so alt, knapp 100 Jahre, also ein bisschen mehr. Und das hat lange gebraucht, bis die Kirche sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, ja, das glauben wir, so wie es geschrieben steht. Und die Lesung aus dem Buch Genesis, die wir heute gehört haben, das ist eine der bekanntesten Lesungen aus der ganzen Bibel. Und sie erzählt eigentlich den ersten Teil des Dogmas, was die Erbsünde ist. Das wird auch sehr oft missverstanden, falsch ausgelegt. Deswegen schadet es nicht, noch einmal diesen Inhalt in Erinnerung zu rufen, was eigentlich diese Erbsünde, Erbschuld ist, von der wir hier bei diesem Fest sprechen. Man kann das anhand dieser Lesung aus dem Buch Genesis gut sehen, was diese Erbschuld bewirkt. Und daraus kann man dann ableiten, was sie ist, weil wie Adam und Eva sündigen, sich gegen diese Vorschrift Gottes durchsetzen, wo sie sagen, nein, nicht wie du willst, sondern wie wir es wollen, so wird es geschehen, da geschieht unter ihnen etwas Erstaunliches. Sie waren eins, wie es in der Bibel beschrieben wird, als Adam und Eva erschaffen wurden, wurden sie ein Fleisch, und das ist nicht nur mit dem Schlafzimmer verbunden, sondern auch, es drückt etwas aus, wie die Menschen eigentlich geschaffen sind. Wir sind von Gott dazu erschaffen, dass wir miteinander eine Gemeinschaft bilden, die viel mehr ist, als wir das zurzeit sehen können. Und wo die zwei sich eben dieser Vorschrift widersetzen, die eigentlich für sie etwas Gutes war, geschieht etwas Schlimmes. Diese Einheit, die zwischen ihnen war, besteht nicht mehr. Das kann man am Adam sehen, und das ist etwas, was sehr vielen Menschen zuteil wird. Wie er zur Rede gestellt wird, weist er die Schuld von sich weg. Und die Worte, die Adam hier verwendet, sind bezeichnend. Er sagt, die Frau, also nicht ein Fleisch von meinem Fleisch, wie er sie früher genannt hat, sondern die Frau, die du mir beigestellt hast, also ich habe eigentlich mit ihr nichts zu tun, hat mir von dem Baum gegeben, also sie hat mir das in die Hand gedrückt, und so habe ich gegessen. Das ist etwas, was man in jeder Beziehung sehen kann, früher oder später. Nicht immer ist es etwas Tragisches, aber es ist immer da. Wähle dir einen Menschen aus deiner Umgebung, schau dir deine Beziehung zu diesem Menschen genauer an, da wirst du es auch sehen. Vielleicht nicht so krass wie hier im Buch Genesis, aber doch. Wo du eigentlich mit diesem Menschen dein Leben teilen willst, aber wo du merkst, hier und dort bin ich dazu einfach nicht fähig. Ich kann mich nicht durchringen, mich diesem Menschen ganz hinzugeben, ihm ganz zu vertrauen, mein Leben in seine Hände ganz hinzulegen. Da ist immer etwas. Eine Urangst in uns, dass wir etwas verlieren, wenn wir dem anderen ganz vertrauen. Wer sie überwunden hat in einer Beziehung, ist noch schöner.
Das wünsche ich jedem. Aber das ist nicht immer der Fall. Dieses kann man auf jeden Fall immer erfahren. Und das ist ein Bild dafür, wie wir Menschen eigentlich gestrickt sind. Gott hat uns deswegen erschaffen, also er hat uns zur Freiheit erschaffen. Warum er uns erschaffen hat, habe ich keine Ahnung. Aber das kann man ihn fragen, wenn man dann bei ihm ist. Aber er hat uns zur Freiheit erschaffen. Und diese Freiheit, die die ersten Menschen erleben durften im Paradies, ist etwas Wunderschönes. Wo es nichts zwischen Menschen gibt, was die trennt. Nicht einmal die Kleidung. So wie beschreibt es die Bibel. Das sind Bilder, die für uns ein bisschen verwirrend sind, weil wir verbinden damit vieles andere, das man schon im Leben gesehen hat. Aber diese Nacktheit, die im Paradies herrscht, ist nicht so FKK, sondern etwas viel Wichtigeres. Das bezeichnet die unglaubliche Nähe, die die ersten Menschen zueinander hatten. Da stand nichts zwischen ihnen. Und dadurch, dass sie sich von Gott abwenden, besteht eine Trennung. Etwas gerät zwischen sie, das nicht mehr weg will. Und so ist es, diese Erbsünde, das, was wir alle irgendwie in uns tragen. Das sieht man auch bei kleinen Kindern. Also Kinder sind lieb, meistens. Das wissen alle Eltern. Aber wenn man kleine Kinder sich genauer anschaut, kann man auch manchmal bemerken, dass sie ohne irgendeinen Grund auch Böses tun können. Kinder sind wie Erwachsene. Wir können auch gemein sein, ohne irgendwelchen Grund. Die Erwachsenen überlegen sich sehr viel dabei. Aber Kinder können gemein sein, ohne es irgendwie gelernt zu haben. Das ist in uns. Und wenn du ehrlich bist, wirst du doch auch in dir, in deinem Herzen manchmal bemerken, ich will euch es nicht einreden, dass ihr immer so seid, aber es ist einfach in jedem von uns. Diese Neigung, etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun will, man wird dazu verführt, also da kreisen die Gedanken um eine Sache herum und irgendwann tut man diese Gemeinheit, diese schlimme Sache, die man im Sinn hat. Es kann Verschiedenes sein. Aber am besten sieht man es an den Beziehungen, die man zu anderen Menschen hat. Da wird es wirklich sichtbar, da hat es die meisten Konsequenzen für mein und die der anderen Leben. Also diese Erbsünde ist nicht irgendetwas, was Adam und Eva irgendwann getan haben. Das ist etwas, was in jedem von uns irgendwo ist. Manche haben es geschafft, das mehr oder weniger zu überwinden. Ich vermute, die meisten von uns kämpfen noch. Das ist der erste Teil. Aber was bedeutet das für mich, dass da eine Frau vor 2000 Jahren gelebt hat, ja, Maria, Jungfrau und so, alles schön, die ohne diese Erbsünde geboren wurde? Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Was verändert das in deinem Leben, dass du weißt, Maria wurde ohne Erbsünde geboren? Wenn man es nüchtern betrachtet, ändert diese Erkenntnis eigentlich nichts. Warum feiern wir dann überhaupt dieses Fest? Ich weiß nicht jetzt genau wer, aber ich glaube, das hat Bernhard von Clairvaux einmal gesagt, dass alles, was wir von Maria, also als Kirche, sagen, sagen wir von der, also das ist eine Aussage über die Kirche selbst. Maria steht immer für die Kirche in der Bibel. Was sie auch tut, sie ist ein Bild für die Kirche. Am besten kann man es in der Offenbarung des Johannes sehen, wo da von einer Frau erzählt wird. Diese Lesung haben wir heute nicht gehört, aber das kennt man sicher sehr gut aus vielen Abbildungen und Erzählungen. Wer es nicht kennt, empfehlenswert, Offenbarung des Johannes, das letzte Buch in der Bibel, durchzulesen. Da wird von einer Frau besprochen und geschrieben und die wird immer mit Maria identifiziert, aber die alten Väter haben schon gewusst, da geht es nicht um Maria, sondern um die Kirche selbst. Und wenn Maria für die Kirche steht
und sie ohne Erbsünde empfangen wurde, geboren wurde. Also sie hatte die völlige Freiheit, Gott einfach so zu antworten, wie wir Menschen eigentlich geschaffen sind. Ohne diese Verstrickung in diese Gedanken, die uns zu Bösen verführen. Was es bei ihr gewirkt hat, kann man dann sehen. In ihr ist das Wort, das Gott zu ihr gesprochen hat, Fleisch geworden. Und neben der ganzen Theologie, das ist jetzt nicht dogmatisch, da könnte man sicher etwas aussetzen an dem, was ich jetzt sage, aber ich stelle mir das so vor, dass Maria so frei war, so frei von jeder Verstrickung in irgendwelche Angelegenheiten, die zu unserem Menschsein eigentlich nicht gehören, dass als Gott zu ihr gesprochen hat, in dir ist mein Sohn, ist es wahr geworden. So frei war sie, so empfänglich für das, was Gott ihr gesagt hat. Und wie gesagt, wenn Maria dann für die Kirche steht, sind wir auch dazu fähig. Das feiern wir eigentlich heute, dass wir als Kirche fähig sind, dieses Wort in uns so anzunehmen, wie es Maria getan hat. Ja, vielleicht wirst du Jesus nicht gebären, also mindestens die Hälfte von uns kann es nicht, also die Männer, geht einfach nicht aus technischen Gründen, aber man kann sich das vorstellen. Wenn man wirklich so frei wird wie Maria, wirst du fähig sein, so Gott zu gebären wie sie in deinem Leben. Diese Wirklichkeit, die in ihr geworden ist, auch in deinem Leben in Erscheinung treten zu lassen. Kannst du dir das vorstellen, dass du dazu fähig bist, Gott so zu empfangen, wie Maria das gemacht hat? Ich vermute, in den meisten von uns werden da Zweifel aufsteigen, in mir auch. Ich zweifle daran, weil ich weiß, wie ich gestrickt bin. Ich kenne meine Sünden, ich kenne meine Neigungen. Ich weiß, wie verletzend ich sein kann, wenn ich nicht genug geschlafen habe, zum Beispiel. Und deswegen habe ich so meine Zweifel. Aber heute sagt die Kirche mit all ihrer Autorität, das ist also ein unschönes Wort heutzutage, wenn jemand etwas mit Autorität sagt, ist es nicht so ganz nett, aber die Kirche tut es heute. Du bist dazu fähig, Gott so zu empfangen, wie Maria es getan hat. Und dann wird sich in deinem Leben alles verändern, wenn du diese Wahrheit annimmst. Du musst nur sagen, Gott, ich glaub's dir. Ich glaube zwar nicht, dass ich dazu fähig bin, aber ich glaube dir trotzdem. Und das reicht. Und wenn du dann versuchst, wie Maria zu antworten, jeden Tag aufs Neue, ja, Herr, ich bin zwar nicht würdig, aber ich glaub's, dann wird sich in deinem Leben das ereignen, was Maria erleben durfte. Frag dich wirklich, kannst du das glauben, dass Gott in dir Fleisch annimmt? Das feiern wir bei jeder Messe, bei der Kommunion. Er kommt zu dir, er ist in dir, auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen können. Das geschieht jeden Sonntag, jedes Mal, wenn du zur Kommunion gehst. Das ist auch ein Bild dafür, was dich erwartet in deinem Leben, wenn du wirklich versuchst, jeden Tag aufs Neue, trotz vielleicht dieser Gedanken, die nicht immer schön sind, trotz der Taten, die nicht immer so sind, dass man sie anderen zeigen möchte, trotzdem kannst du Gott empfangen und dir wird das zuteil, was Gott Maria versprochen hat. Du wirst seinen Sohn in diese Welt gebären, als seine Kirche. Wir werden hier sein Reich gründen. Das darf man nicht vergessen, dass es unser Auftrag ist, diese Welt zu verändern, diese Welt zu tragen. Wir als Kirche, das sagt unser Papst Franziskus, sind müde geworden. Die früheren Päpste haben es auch gesagt. Wir sind müde geworden. Und wenn ich mir Papst Franziskus anschaue, einen Mann, der schon ziemlich alt ist, gut,
also sag mal so, vielleicht nicht alt, älter als ich, viel, viel älter als ich. Nicht, dass sich jemand beleidigt fühlt. Wenn ich mir anschaue, wie er voller Begeisterung manchmal in Fettnäpfchen trägt, wie er sich damit nicht beschäftigt, was andere über ihn sagen, sondern das tut, was ihm Gott ins Herz gelegt hat, dann glaube ich, dass wir als Kirche dazu fähig sind, die Welt zu verändern. Und ich glaube daran, was wir heute feiern, dass Gott in jedem von uns Fleisch annehmen kann. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, diesen Glauben heute zu vertiefen, diesen Glauben zu bekommen. Und wer nicht glaubt, kann um diesen Glauben bitten. Das haben auch die Apostel gemacht. So zu tun, wie sie getan haben, ist eigentlich nie verkehrt.